Regionale Wirtschaft brauchen wir? Wie viel Staat, wie viel Union, wie viel Globalität und Globalisierung brauchen wir? Finde ich aber genial, oder? Das muss ein gesundes Verhältnis sein. Gerne, ich weiß gerne, alles im richtigen Maß. Sechs Leute sind im Schauer. Wir müssen schauen, was wir produzieren, wie wir produzieren. Ist es notwendig? Was bringt es uns? Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus? Wir sind nicht sorry, war ein kurzer Abruf im Stream. Weiter geht's. Vereinigung, und zwar alles im richtigen Maß. Die Politik als Vermittler zwischen Gesellschaft und Wirtschaft. Bringen wir das zusammen. Das ist mein Wunsch. Danke. Vielen Dank auch Kurt Walser. Es zieht sich alles ein bisschen in die Länge, was die Reden anbetrifft. Ich hoffe, ihr seid noch motiviert. Okay, ich sehe, ein bisschen geht noch, aber ich bitte trotzdem unsere folgenden Redner, sich vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen als die bisherigen. Beim Maiskolben gibt es ein Wasser. Oh, soll ich ansagen? Tschüss. Also, und der nächste Sprecher, als nächstes spricht für uns Peter Niedermeyer zum Thema ziviler Ungehorsam. Bitte, Peter. Ziviler Ungehorsam ist eine Form politischer Teilhabe. Und wie man sieht, hier und heute, zahlreiche haben Teil an dieser Demonstration und versuchen diese Interessen mit ihrer Anwesenheit und mit ihrem Protest zu unterstützen. Nächstes Jahr, wenn dann die VN und der ORF diese Demonstration ebenfalls ankündigen werden, werden wir die Zahl vervielfachen. Und nächstes Jahr, wenn auch das Landhaus, der Vorarlberger Landtag, seine Türen öffnet, werden wir Platz im Haus haben. Die Wurzeln des zivilen Ungehorsams reichen weit in die Geschichte zurück. Die Geschichte des Ungehorsams findet man auch in den religiösen Schöpfungserzählungen, die zunächst in den mosaischen Religionen auftauchen und später von den Christen übernommen werden. Die Sünde im religiösen Sinne mag zwar an dem Tag entstanden sein, als Eva im Paradies den Apfel vom Baum der Erkenntnis pflückte. An diesem Tag allerdings wurde auch eine wunderbare Tugend geboren, und diese Tugend heißt Ungehorsam. Eva, die bei den Juden Lilith heißt, fühlte sich einer Instanz verpflichtet, die mit Aufklärung und mit Widerstand zu tun hat. Moment, wir brauchen kurze Unterbrechung. Wir brauchen ärztliche Unterstützung, hier etwa 10 Meter vom Pult entfernt. Wenn Sie bitte dorthin eilen. So, dann bitte um kurze Unterbrechung. Da brauchte ein junger Herr dringend Wasser. Decken Sie sich ein. Jetzt geht's wieder. Ich wollte das nicht unbedingt wo filmen. Er macht mich gerade aufmerksam, das ist drüben bei wo? Bei diesem Maiskolben. Dort gibt es
Wasser abzuholen. Und weiter hinten, da links von mir, da gibt es Schatten auf der Wiese, da kann man sich auch niedersetzen. Geht das da? In einem klassischen Theaterstück, einer Tragödie aus der Zeit der griechischen Klassik. Das Stück stammt von Sophokles und heißt Antigone. Beerdigt Antigone ihren Bruder Polyneikes gegen den Befehl ihres Onkels König Kreon. Antigone fühlt sich in ihrem Akt, in ihrem Tun, gewaltfrei, einem höheren Recht verpflichtet und leistet zivilen Ungehorsam. Weitere Beispiele aus der Geschichte, die mit ihren Folgen bis in die Gegenwart reichen, ein paar will ich hier kurz erwähnen, sind Gandhi, die öffentlichen Proteste und der Widerstand 1941 gegen die NS-Euthanasie, weiters Rosa Parks und der Montgomery-Bus-Boykott in Alabama 1955, der der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King zum Durchbruch verhalf. Akte zivilen Ungehorsams weisen auf die Dringlichkeit eines Anliegens hin. Es sind Appelle an den Sinn für Gerechtigkeit und Vernunft. Sie sind auf das öffentliche Wohl gerichtet. Es geht darum, Bürger- und Menschenrechte durchzusetzen. Diese Demonstration hier heute vor dem Vorarlberger Landtag und Landhaus ist eine Form des Widerstands und des Protests und ruft auf die Ideologie der Machtlosigkeit. Man könne ja eh nichts tun, die da oben tun eh, was sie wollen, beiseite zu schieben und die möglichen Freiheitsspielräume zu nutzen. Ganz im Sinne der Aufklärung soll man den Mut haben, sich seines Verstandes zu bedienen, denn unter bestimmten Bedingungen bei diesen Themen sind wir verpflichtet, Widerstand zu leisten. Doch dieser Widerstand ist gar nicht immer so leicht, weil es nicht wie bei Robin Hood dem Verwegenen darum geht, den Reichen etwas zu nehmen und das den Armen zu schenken. Der alltägliche Widerstand mit den heutigen Themen dieser Demonstration richtet sich gegen eine besonders weitreichende und unerträgliche Form des Neoliberalismus, bei dem hinter den Kulissen der Macht die Hebel bewegt werden. Dieser Widerstand ist darüber hinaus auch ein Widerstand gegen die zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche der Gesellschaft. In der ökonomisierten Welt, so wie sie sich gerade rasant entwickelt, geht es um Standards, wie sie zum Beispiel die Pisaisierung der Bildungspolitik deutlich sichtbar macht. Die Analysen zu allen möglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen sind längst schon gemacht. Die Klimaprognosen sind längst schon auf dem Tisch. Die Zusammenhänge sind längst schon klar. Es ist nicht die mangelnde Information, es ist nicht die grundlegende Bildung, die fehlt. Was Not tut, ist das Handeln. Das Handeln bestimmt die Veränderung der Praxis. Und viele junge Menschen, und es werden täglich mehr, sind in der Regel sehr gut ausgebildet und informiert.
Sie artikulieren Ihr Handeln in verschiedenen Formen. Sie wollen mitreden, mitbestimmen und Verantwortung übernehmen. Ein zentrales Element des Widerstands ist die moralische Fantasie, wie die Welt eingerichtet sein sollte und was man selbst dazu beitragen könnte. Das heißt noch nicht, dass man alles sofort umsetzen kann. Denn verbunden damit ist auch die Frage der Selbstveränderung. Und das ist ja bekanntlich nicht immer einfach. Mit dieser selbstkritischen Haltung gestalten sich auch die sozialen Veränderungen des Umfeldes. Das ist das Entscheidende. So wie bei dieser Demonstration hier und heute. Streiten wir. Streiten wir weiter. Gehen wir in dieses Paradies, wo der Widerstand am Baum der Erkenntnis wächst. Es gibt noch viele Früchte zu naschen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter. Ich muss sagen, es ist immer wieder beeindruckend, hier hochsteigen zu dürfen und zu sehen, wie viele Leute hier wirklich versammelt sind und was für eine demografische Vielfalt es gibt, von Kindern bis zu den Senioren, unabhängig von Alter, Ethnie und Geschlecht. Sensationell, dass ihr heute alle hier seid. Und das nächste Thema ist... Rangordnung, der Mensch steht über der Wirtschaft, von Konrad Steurer. Liebe Freunde einer gerechten Welt, nun haben wir von den Vorrednern gehört, mit welchen Auswirkungen wir rechnen müssen, wenn wir die genannten Konzerne machen lassen. Allerdings sollten wir auch erkennen, dass diese Firmen nicht isolierte Einzelfälle sind, sondern sie sind Repräsentanten eines Systems, das System Wirtschaft, genau bezeichnet als Erwerbswirtschaft. Andere sagen Marktwirtschaft, wiederum andere sagen Kapitalismus dazu. In dieser heute vorherrschenden Erwerbswirtschaft ist die Güterverteilung der Zweck, um möglichst viel Mittel, sprich Gewinn, zu erzielen. Diesem Gesetz wird nun alles untergeordnet. Mit alles meine ich wirklich alles. Der Mensch in seinem Dasein, die Gesundheit, unser Tier und Umwelt und die intakten Lebensverhältnisse. Dabei wird aber nicht nur gegenwartsbezogen gewirtschaftet, sondern auch über Generationen hinaus werden Konsequenzen einfach hingenommen.